Willkommen wieder, Leute. Ja, auch diesmal wurde ordentlich gelevelt und zwar gleich zwei Schlachten wurden mitgenommen. Es ging aber hauptsächlich darum, dass man ein bisschen Waffenränge pusht etc. Vor allem bei Catherine, die jetzt ganz frisch natürlich später eine Pegasus-Ritterin werden soll und damit natürlich jetzt einiges vor sich hat, wo sie doch gar kein Lanzentalent hat. Aber ich denke, die Entscheidung werde ich später nicht bereuen. Das ist eine Sache. Zum anderen haben wir natürlich ein paar schöne neue Klassen. Nicht mehr Rianne als Pegasus-Ritterin, die eine fantastische Arbeit leistet. Lasst euch nicht einreden, dass sie irgendwie schlecht wäre als Pegasus-Ritterin. Das stimmt meiner Meinung nach mitnichten, da die Frostlanze perfekt harmoniert. Gerade jetzt im Early Game, würde ich mal sagen, kann sie damit sehr viele Leute one-shotten ohne Probleme oder halt ganz knapp nicht. Das heißt, mit minimalen Chip-Damage kommt man ganz gut immer noch durch. Und das ist eine schöne Leistung. Und vor allem für den Klassenskill lohnt sich das. Das ist das Beste, was man machen kann für sie, meiner Meinung nach. Was man mitnehmen kann, verlässlich. Ja, später wird sie doch in eine andere Klasse wechseln, wo sie Magie lernen kann. Beziehungsweise benutzen kann. Aber das ist schon eine sinnvolle Angelegenheit. Kommen wir jetzt erstmal ein bisschen zu der Action, ja. Erstmal legt Claude los hier mit einem flotten Level-Up. Naja, nicht so wirklich. Er hat KP, Verteidigung und Charme bekommen. Aber der Typ ist dafür ja generell schon super drauf, muss man sagen. Weiter geht's mit Lorenz, der hier ein Strategem spammt, ja. Kriegt wieder mehr Magie, das ist echt witzig. KP, Magie, Glück, Verteidigung. Er wird ziemlich magisch, aber Lorenz ist auch magisch recht begabt. Er kommt ja aus dem Haus Gloucester. Er hat jetzt hier auch endlich seine Klasse gemeistert mit Verteidigung plus 2 und Verlegung. Das alles auch ganz praktisch natürlich. Ignaz, der kann mit dem Feuerball ein bisschen mitmischen. Hier geht es jetzt nur um die Defensivtaktik an sich. Da hat er kein Level-Up bekommen. Aber ganz nett, dass man das hier mitbekommt. Wobei das auch kein wirklich wichtiger Skill ist, aber wie auch immer. Catherine ist in Action und kriegt auch erstmal ihr Level-Up mit KP-Stärke. Behendigkeit und Resistenz. Schönes Level-Up auf jeden Fall. Macht gleich einen guten Anfang, muss man sagen. Generell, sie ist fantastisch. Also Catherine ist super, vor allem, weil sie super defensiv sein kann. Das ist echt witzig. Und sie ist dennoch sehr schnell und stark. Ihr Personal gibt ihr 5 Schutz, wenn sie kein Bataillon hat drauf. Das ist sehr lustig. Oder wenn das Bataillon auf 0 wäre. Dementsprechend ist sie tanky wie sonst was, momentan zumindest. Und das ist super lustig. Dann kommt Marianne mal zum Einsatz hier und kriegt endlich eine Lanze B, womit sie Schwertbrecher lernt. Auch sehr wichtig, das heißt, in Zukunft wird sie noch besser performen gegen Leute mit Schwertern, kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Auch Hilda natürlich, die powert rein wie sonst was, das ist bei ihr auch relativ normal. Kriegt ihr Stärke plus 2 und den Stoß, da sie ihre Klasse gemeistert hat, auch eine ganz tolle Sache. Und natürlich Raphael, der auch nochmal ein bisschen ausrastet mit KP, Glück und Verteidigung, aber nicht das beste Level-Up rausholt. Ja, auch Marianne, hier sieht man jetzt mal die Frostlanze und das ist so fantastisch, ne? Das ist einfach, es ist ein göttliches Talent, muss man wirklich sagen. Das powert rein jetzt nur mit der Eisenlanze 28 Damage gegen den hier. Es harmoniert sehr gut mit ihr, ne? Das ist fantastisch, wirklich. Sie kriegt Stärke, KP und Behendigkeit. Das ist auch schon ziemlich nice und damit wurde auch die Karte hier abgeschlossen. Aber es war ja nicht die einzige Karte. Hier macht schon wieder Marianne den Beginn, nämlich witzigerweise, beziehungsweise ja, bei den Level-Ups eben. Und kriegt hier KP, Magie, Geschwindigkeit, Resistenz und Charme. Alles, was sie gebrauchen kann. Ja, sie profitiert von nahezu jedem Wert eigentlich ganz gut, muss man sagen. Claude räumt auf, triggert sogar sein Wappen dabei. Und auch er kriegt ein etwas ungewöhnlicheres Level-Up mit Magie mal. Behendigkeit und Charme. Aber von mir aus, wie gesagt, der Typ ist super. Kriegt hier seinen Nahkonter. Kriegt er automatisch auf Bogen C, Universal übrigens. Also auch sehr wichtig immer. Hilda. Das sieht immer so lustig aus mit den Fäusten, bin immer auch ganz begeistert, wenn die Fäuste nutzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ein KP, Magie und Verteidigung, ja, super. Wobei, was schon witzig ist, bei ihr Magie zu sehen, sieht man auch nicht alle Tage. Raphael macht hier nochmal den Schluss mit KP, Stärke und Charme, ja. Kriegt Stärke plus 2 und Stoß, denn auch er hat seine Klasse gemeistert. Und das war's dann auch schon. Der Held war Ignaz und fertig ist die Sache. Tjo, und damit geht es nun weiter. Sehr schön. Die Ausbeute war sehr, sehr gut. Ich habe speziell darauf geachtet, Klassenerfahrung zu sammeln. Heißt, möglichst gar nicht so viel direkt finishen, sondern gucken, dass man seine Punkte voll bekommt. Das hat auch ganz gut geklappt. Und nun können wir direkt gucken, was wir daraus machen. Ich bestimme selbst. Es wird mal wieder Zeit für Unterricht.
Aber ja, gerade dadurch, dass man ja so viel Unterricht im Prinzip auch hat, ist es doch immer ganz gut, wenn man versucht, bei sehr vielen Leuten die Motivation ganz oben zu halten. Das merkt man so schon, dass das doch durchaus sehr sinnvoll alles ist. Alles klar? Claude könnte jetzt allmählich mal auf 10-Niveau bei Fliegen kommen. Können wir eigentlich durchaus gönnen. Spricht relativ wenig dagegen. Im Übrigen, gerade gemerkt, dass der Sound etwas niedriger war, aber kein Thema. So. Yeah, I've got this down. Alles klar. Wir machen mal weiter. Lass mir überlegen. Claude. Autorität brauchst du sicherlich auch noch ein bisschen. An sich sieht der Rest eigentlich schon mal ganz gut aus. Man könnte später auch über Gewichtsreduktion nachdenken, wenn man möchte. Oder halt endlich mal diesen Schwertrang hochbauen. Aber ich glaube, dass Lord nicht mal so die krasseste Klasse ist, ehrlich gesagt. Von daher sind wir da mal etwas entspannt und machen andere Dinge. Ja, bei ihm wollen wir die Vernunft jetzt ausbauen. Und zwar so richtig, ne? Jetzt geht's ab hier, würde ich sagen. Wird auch Zeit dafür. Mhm. I've come to understand. This was sehr schön. Ausgezeichnet. Feuer erlernt. Ah ja. Das lernt er also an sich automatisch. Das ist doch ganz nett. Keine Dunkelmagie oder so etwas. Der einfache Feuerzauber war eben direkt verfügbar. Schön. Ja klar, wir könnten natürlich auch weiterhin darauf gehen, ne? Ich meine, auch reiten muss er lernen mit der Zeit. Vernunft ist ja bei den Zielen mit festgelegt, deswegen, warum nicht? Außerdem ist er sogar eingeteilt bei den Stellen derzeit, also da passt, denke ich, alles. Ich kann eh an allen arbeiten, merke ich gerade. Das heißt, wir können wirklich in alle investieren, wie wir wollen. Gehen wir eiskalt schon noch weiter? Ich weiß ja nicht, das könnte ganz schön krank sein. Ich muss eigentlich Glaube vorwärts bringen. Denn in einer ausgemaxten Klasse zu stecken, ja, und nicht die nächste magische Klasse mitzunehmen, ist eigentlich problematisch. Heilung erlernt. Sehr schön, wunderbar. Wir können eigentlich direkt weitermachen. Ich meine, Magisterbonus, Kathleen-Bonus. Sie hat ein Talent darin. Sehr viel besser wird es halt auch nicht mehr. Alles klar. Hier ist der Lanzenrang ordentlich hoch. Wir können endlich die Autorität aufs nächste Niveau bringen. Auch das ist sehr gut. That was nice. Sehr schön. It's starting to make sense. Das lohnt sich doch ebenso. Maybe I've grown. B-Niveau. Alarmbereitschaft erlernt. Aha. Was haben wir denn da für einen netten Skill gerade bekommen? Klingt spannend jedenfalls. Nice. Jawohl, und auch hier wird es Zeit, dass wir weitermachen. Okay, Flayen, ich bin mir absolut unsicher bei dir. Okay, da du ein Hidden Talent hast, werde ich komplett da rein investieren. Ja. Oh mein Gott, kannst du bitte was Besseres bekommen? Oh mein Gott. Danke. Uff. Das war knapp, Flayen, das war ganz schön knapp. Also, unsere Trainingsziele sind immer noch recht festgelegt, ja. Es spricht nichts dagegen, das so zu halten bei dir ebenso wenig. Oder gehen wir direkt noch weiter auf Vernunft? Einzellektion ist doch auch möglich, ne? Genau. Trainiere nur Vernunftfähigkeit erstmal. Du bist jetzt auch nur auf Vernunft, aber dir könnte ich fast was anderes dazu noch nehmen, oder? Ich weiß nicht. Naja gut, lass es mal ruhig, ist in Ordnung. Okay, das passt mir soweit eigentlich auch ganz gut in den Kram. Da können wir erstmal dabei bleiben. Aber bei dir will ich doch auf Reiten umschulen in Zukunft. Wir können jetzt auch auf Glaube wieder gehen eigentlich. Das mehr Lanzentraining ist, glaube ich, erstmal nicht unbedingt erforderlich. Mach das mal so, ja? Auf beides kriegen wir Boni drauf, das ist doch super. Bei dir eher weniger, aber ist auch kein Problem. Ah ja, guckt mal hier. Nachdem wir jetzt hier auch B-Niveau haben, wechsel noch einmal auf die Lanze, würde ich sogar fast sagen. Dass das mal vorwärts kommt. Ah, du bist jetzt schon so weit mit dem Pferd, ne? Vielleicht gebe ich da sogar nur Lanzentraining mal kurz, dass wir einfach relativ easy in Kavalier reinwechseln können. Dass es da keinen Stress mehr gibt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Während bei dir, da sind wir flexibel.
Wobei, du bist auch so gut in Glaube, ganz im Ernst, mach mal nur den Fokus. Wir machen jetzt mal ein paar individuelle Fokus-Einstellungen. Ja, ich denke, bei dir passt das soweit, das ist okay. Wirst eh noch ein bisschen brauchen, bis du reinwechseln kannst. Kein Stress an der Stelle. Und bei den Rest würde ich auch sagen, dass es erstmal in Ordnung ist, so. Ich glaube, für einen Brigand könnte es sogar bei dir schon reichen, oder? Warte mal, du hast auch dein Ziel. Ganz im Ernst, wir machen jetzt auch bei dir mal nur die Axt. Nur, dass das auch wirklich klappt, dass wir möglichst gut reinwechseln können. Bei dir ist es wieder flexibel. Wobei er jetzt auch auf Autorität hier noch geht, ne? Nimmst du ruhig mal Vernunft plus Glaube. Ist auch in Ordnung. Wir wollen auch dein Hidden Talent freischalten. Okay, Gruppenaufgabe ist gesetzt auf... Ja, das ist gut, das können wir so machen. Aber... Wir könnten auch den Luftunterricht setzen für Catherine später. Ist aber erstmal unerheblich. Ja, komm, lass das erstmal dabei, ist okay. Alright. Nein, Schwert und Vernunft für Totenpriester? Ne, bei dir nicht. Sorry. Ein Event. Marianne wünscht, dich zu sprechen. Ja, gerne. Für sie haben wir immer Zeit. Professor, there's something I need to say. Ja, nur zu. Gerne doch. Thank you. How should I put this? I don't seem to be getting along with everyone. I don't contribute much either. Am I a nuisance to you, Professor? If so, I'll leave. Of course, my adoptive father may not understand. But if I must... Was soll das denn heißen? Aber erzähl doch mal mehr. Oh, my adoptive father is one of the new nobles of the Alliance. His territory is to the north. He was a distant relative who took me in after my parents vanished. He's blessed with great drive and ambition. Some may go so far as to call it avarice. He wishes to marry me off to a powerful noble. That's why he sent me to the academy. Das scheint oft ein Grund zu sein. Das ist echt erschreckend. If I left now, I'm sure he'd have a strong opinion about it. Ah, sorry. I strayed away from the topic. I'm not good at telling stories either. Natürlich. Sind wir mal verständnisvoll. Good. I'm glad. So, as I was saying, are you sure I'm not bothering you, Professor? Niemals. Oh, I'm so grateful to hear you say that. What I'm trying to say is, you should keep your distance. I'm more trouble than I'm worth. Genau, erlaube mir, dir zu widersprechen. You only say that because you don't know the real me. Ach Gott, was ist es denn, ha? I'm sorry, I have to go. Das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott, das haut sie sogar auf Maximum direkt. Dann sollte man die allerdings tatsächlich sich sogar aufsparen für die Zeiten. Ja, Ash hat Geburtstag, das ist sogar ziemlich gut. Können wir auf jeden Fall eine Teestunde machen. Aber guck mal, weil wenn man hier die Supports bekommt und sie nicht direkt am Kloster sammelt, ja. Weil im Kloster kann ich Motivation über Geschenke etc. sammeln, aber hier kriege ich die ja dynamisch quasi in der Woche regeneriert, wenn solche Events anstehen. Das heißt, es ist viel besser, sie extra dafür aufzusparen. Weil es halt einfach nebenbei funktioniert, ne? Teestunde starten, dass die Studenten auf einen zukommen. Okay, du bist... Boah, Ash, ich weiß ja nicht, was dir so gefällt. Bist du vielleicht ein Ingwer-Typ? Das könnte ich mir vorstellen hier. Bei Pfefferminz geht eigentlich auch, oder? Alle Konsumenten so. Ja, komm. Excuse me. I've had this kind before. It's quite good. Es ist dein Favorite. Thank you very much. Das war zumindest ein positiver Kommentar. Pfefferminz ist super. Ich mag auch Pfefferminztee total gerne. A little bitter. Okay, ein bisschen zu bitter. Na gut, dann mag das eher süß. Alles klar. Aber ja, wenn es um Teesorten geht, doch Pfefferminz ist recht. Ein rechter Favorite bei mir. Festlicher Verbündete, netter Verbündete, aber mal nett. Ja, come on. Als ob. Aber ich kenne dich auch noch nicht besonders entspannender, so. Fehler beim Gärtner, das geht, genau. Er gärtnert ja gerne. Das wissen wir. Schwächen überwinden, Waffenpflege, Mode, ach Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, was bei ihm sonst ist. Vielleicht eher das hier? Nee, nicht mal. Okay, ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Oh. Hätte ich doch lieber Blumen holen sollen diesmal. Ja gut, okay, ich kenne ihn noch nicht. Das muss man halt echt sagen. Das war bisher die schlechteste Teestunde. Naja, ist nicht so schlimm, oder? Geht schon. Nice try.
Uff. Well, Professor, impressed? Gute Arbeit, ihr beiden. Ja, das hat sich gelohnt. Ich merke es schon, die individuellen Fokus zu benutzen hier. Oh ja. Better than before. I see. Ja, gar nicht so übel, Kollegen. Ihr macht das schon, ja, ihr kommt dem Ganzen näher. So, jetzt habe ich allerdings eine zeitlich begrenzte Mission, ist mir aufgefallen, mit Lorenz. You've done me a great service. Sehr schön, das haben wir geschafft, ja. Thank you so much. Heißt aber auch, wir sollten wahrscheinlich nicht erkunden, sondern tatsächlich nochmal kämpfen. Leider. Na, weil ich mache meine Nebenquests normal halt möglichst direkt. Warte mal, da steht aber nochmal was an Land der goldenen Hirsche schon wieder. Achso, nee, bis zum zweiten hieß es, oder? Wartet mal, Details zum Ereignis. Wie ist denn das? Ich kann auch noch nachgucken, ne? Stimmt, bis 22.2 heißt es ja. Also habe ich natürlich noch Zeit und muss nicht sofort wieder kämpfen. Alles klar. Gut. Okay, bei Chris selbst bin ich ein bisschen unsicher. Wir haben hier einige Optionen inzwischen jetzt wieder. Ihn kann ich jetzt relativ sicher erstmal zum Kavalier machen, wenn ich das will. Was, denke ich, auch sinnvoll wäre. Ich kann mir halt bei ihm vorstellen, dass ich vielleicht dann später noch diesen Pfad hier einschlage mit Dunkelmagier tatsächlich bei Lorenz. Aber wir müssen mal gucken, ob wir das wirklich machen. Letzten Endes hat er halt ein magisches Talent und meiner ist tatsächlich sogar exakt identisch. Das ist genauso viel Stärke wie Magie, wie man hier sehen kann. Das ist schon ziemlich interessant, dass sich das so entwickelt hat, ehrlich gesagt. Und insofern, ja, kann man das definitiv machen. Jetzt haben wir erstmal dich hier, ne? Das ist auch sehr, sehr gut. Nur 65%. So eine Sache für sich. Ja gut, du bist da frisch reingekommen. Ja, sie braucht unbedingt Glaubenstalent, leider. Immer noch ein bisschen problematisch. Sie tobt sich erstmal aus. Wird später dann vermutlich in eine andere Klasse wieder switchen, wo es dann tatsächlich magisch erstmal aktiv ist, um dann später irgendwann mal ein Glaubensritter zu werden. Das ist der Plan. Aber hier halt bei Pegasus-Ritter erstmal die Talente da mitnehmen, wenn möglich. Genau, du müsstest doch jetzt... Hast du dann Lanzenfokus? Verdammt. Das ärgert mich gerade alles so minimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die haben wir witzigerweise jetzt... Ah nee, Quatsch. Nee, das mit Dieb ging ja vorher schon richtig. Aber was du jetzt machen könntest, wäre quasi auch noch Soldat zu nehmen, dass du in der Lanze mehr Training bekommen kannst. Ich bleibe allerdings bei Söldner. Ich würde ganz gerne die Söldnerklasse meistern. Wir kriegen hier zwar nicht ganz so viel Waffenerfahrung draufgerechnet erstmal, aber es reicht. Ich denke, Catherine hat tatsächlich Zeit, weil sie einfach so unglaublich gut ist. Na, das ist eine sehr starke Einheit. Die hat alle Zeit der Welt, um sich zu entwickeln. Lorenz hätte halt wahrscheinlich seine 100% erstmal. Den kriegen wir auf jeden Fall. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin bei ihm, das ist kein Thema, ne? Also wir können auch wirklich erst den Kavalier jetzt mal nehmen, klar. Wir brauchen auch noch irgendwann einen Dieb, das merke ich schon, ne? Also da muss auch noch jemand sich irgendwie aufopfern. Wir machen jetzt mal Kavalier, ne? Das geht auf jeden Fall safe, das kriegen wir hin. Soll er hier erstmal besser werden? Jawohl. Was there any doubt? Naja, bei 100% natürlich nicht. Du machst doch einen echt guten Job, muss man sagen. So unsympathisch du manchmal auch sein magst. Du bist kein schlechter Charakter, tatsächlich. Ja, hier brauchen wir halt ein bisschen Glück, wenn wir das bestehen wollen. Könnt ihr das speichern und herladen natürlich auch einfach. So, sie hat jetzt ihre Klasse gemeistert, das war mir auch noch wichtig. Ja, da überlege ich ja tatsächlich dann in diese Richtung hier zu gehen. Leider gibt es halt keine... Ich hätte das so lustig gefunden, wenn man bei Hilda jetzt zum Beispiel einfach irgendwie so eine Nahkampfklasse hätte, aber gibt es halt leider einfach nicht. Das ist so ärgerlich. So, Himmel zwar dann kein besseres Movement oder so, aber mein Gott, die ist halt echt so oder so sehr, sehr schnell. Mit der Defensive ist das auch interessant. Oder halt wirklich Bandit erstmal nehmen, klar. Geht alles. Aber nehmen wir ruhig das hier. Ist doch nicht so übel. Oder dann haben wir auch mal einen Tank. Und die hat echt gute Werte, muss man wirklich sagen. Und vor allem, sie ist schnell. Und Geschwindigkeitsrauben bedeutet, wenn ich die Offensive... Wenn ich offensiv vorgehe und das benutze... Oh, cool. Oh ja, das lohnt sich. Guck mal, da werden, glaube ich, auch die normalen Basiswerte angezeigt. Die variieren ja je nach Klasse. Da muss man nicht auch aufpassen, ne? Da wird doch teilweise sehr viel drauf gerechnet, ist mir so aufgefallen.
Aber ja, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Das ist doch cool. Ja, und bei ihr halt, ja, ne, Kavalier dann nehmen. Andererseits, wir können theoretisch auch den Scharfschützenpfad mal einschlagen. Ich meine, auch dort sammeln wir doch fleißig weiter. Weil jetzt erstmal Schütze. Ich weiß halt nicht, was Schütze bekommt. Die braucht halt für Lanze auch nicht mehr besonders lang. Das ist das andere. Wenn wir Lanze auf C haben, ist das wahrscheinlich auf 100%. Also brauchen wir uns da keinen Kopf zu machen. Dann ist eigentlich wirklich so, wir müssen nur bei Raphael was riskieren und bei dir brauchen wir halt noch ein bisschen, ne? Also das merkt man schon hier. Da hast du keine Chance, ne? Du kannst nicht mal probieren. Achso, wenn es unter 30 ist, generell nicht. Aber ab 30 würde es quasi gehen. Na gut, okay. Das ist ja interessant zu wissen. Ja, okay, Leute. Dann probieren wir es einfach mal bei Raphael, ja? Weil ich denke halt einfach, dass Bandit tatsächlich besser ist. Wäre sehr cool, wenn das schaffen würde. Wirklich. Sind jetzt 65%. Das ist ja irgendwo gewichtet. Aber mal schauen, ob er es wirklich hinbekommt. Okay, das sieht gut aus, ja. Hat er wohl geschafft. Cool. Alles klar. Auch hier ein Wertebonus. Magie. Einfach der Mindestwert für Magie. Uff. Okay, aber sehr gut. Ja, ich glaube, das passt soweit. Da braucht man eigentlich sonst nichts zu machen erstmal. Weil wir könnten hier nochmal rüber wechseln irgendwie und uns da halt irgendwas krallen. Klar. Wir haben jetzt aktuell echt keinen C-Rang auf Schwert, aber ich könnte mir den easy holen. Das ist kein Problem. Das kann man doch relativ schnell auf jeden Fall abgreifen dann. Ach ja, und hier noch das Risiko eingehen, ne, vielleicht. Aber andererseits, die wäre halt als Sieben auch cool. Wenn ich jetzt noch weiter auf Schwert gehe, sicherlich auch nicht unvernünftig. Wenn wir voll auf den Schwertfokus gehen, könnte das halt echt was werden. Ja, ich denke, das könnten wir echt ausprobieren mit der Zeit. Ich habe da halt einfach Bock drauf, das ist es halt. Jo, aber erkunden wir ruhig, das ist in Ordnung. Was ist eigentlich noch alles? Magisches Phänomen? Gemeinsame Mahlzeit. Alles top, oder? Kann man einiges machen heute, ja. Dann machen wir das doch so. Erkundung beginnt. Und wir haben eigentlich gar keine Sprechblasen gerade so aktiv, ne? Das heißt, wir können uns einfach mal austoben, ganz in Ruhe. Dann sehen wir doch mal, ob wir da irgendwas rausholen können oder auch nicht. Gehen wir erstmal ins Gewächshaus, würde ich sagen. Ich meine, an sich sind diese Erkundungstouren ja eigentlich schnell erledigt, weil wenn du mal das alles mit den Gesprächen abgehakt hast, dann ist das meiste eigentlich nur noch so Fischen, Gewächshaus etc., ne? Da steht eigentlich gar nicht so viel auf dem Programm im Normalfall dann. Okay, nicht die krasseste Ausbeute, glaube ich, aber es passt schon. Haben wir irgendwas Krasses? Mehr als 3 Sterne vielleicht mal? Nö. Leider nicht anscheinend. Grün, gelb, violett, blau. Nee. Dann mach das mal so, ist in Ordnung. Genau, pflegen. Dann Knochenmehl. Ach, Güteprognose ist leider sehr niedrig. Kannst du im Ernst, wenn die eh schon so niedrig ist, machen wir irgendwie sowas hier so. Keine Ahnung. Wird schon passen, oder? Gegenstände liegen dann auch keine mehr rum, oder? So, die sammelst du wirklich nur einmal ein, ja. Danach ist erstmal nichts mehr da. Sogar da sind doch alle vom Angelturnier da. Das ist echt witzig. Aber ja, dann ist das ja an sich wirklich simpel, ne? Dann gucken wir, dass wir die Motivation hochhalten und so. Haben wir irgendwelche Supports? Jo, Hammer. Nicht gerade wenig sogar. Also das können wir auf jeden Fall machen. Sehr schön. Wir haben ja 6 Aktivitätspunkte inzwischen. Krass. Wir können uns weiterhin einschleiben. Das geht natürlich auch. Alles klar. Spezialität des Tages. Der Daphnell-Eintopf. Geschnetzeltes Geflügel und Zwiebel mit Salz gekocht. Jawohl. Klingt doch super. Ja, komm. Unsere eigenen Leute müssen auf jeden Fall Motivation wieder aufbauen hier. Ganz wichtig. This is delicious. My absolute favorite. That looks delicious. Goddess, forgive me. I've just got to indulge. Sehr gut. Das bringt halt echt gleich auf Maximum. Das finde ich mal so krass. Hat sich jedenfalls schon mal gelohnt. Ist doch super. Jo, mit wem kochen wir? Können wir irgendjemanden wählen halt aus einem anderen Haus, wenn wir wollen. Andererseits, mit Geschenken geht halt auch echt gut was. Und unsere Supports sind stagniert, ne? Da geht irgendwie nichts mehr vorwärts hier. Mit Bernie haben wir unseren B-Support theoretisch, ja. Mit Ingrid auch. Mit Sylvain haben wir noch C. Das könnte man noch ausbauen. Dorothea auch. Alex Dorothea empfand ich jetzt doch als etwas merkwürdig. Und ich will halt eigentlich nicht zu viele rekrutieren aus anderen Häusern.
Weil wir die halt einfach vor allem auf ihren Pfaden möglichst viel erleben wollen, glaube ich. Weil so ein paar Favorites, denke ich, so 3 Stück oder so kann man sich doch mal rauspacken, klar. Das ist, denke ich, nicht unvernünftig. Da hat man was davon. Ist der Kummerkasten dann eigentlich wieder aktiv? Kann man sich jetzt eigentlich jedes Mal ein Mittelstufensiegel holen? Das ist auch eine gute Frage. Oder haben wir das letzte Mal überhaupt beim Turnier? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Fragen über Fragen gerade. Entschuldigt mich. Ich werde auch ein paar Dinge beschleunigen. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit Austauschstudenten ist. Ob wir da direkt jetzt mal unseren Fortschritt uns angucken können. Schauen wir doch einfach mal. Wir haben natürlich ordentlich Reputation gesammelt. Die können wir jetzt bei Statuen einlösen. Das geht immer. Klar. Dummdi-dumm, was ist denn hier los, hm? Zurückrufen, ja. Alles klar. Faust verbessert. Witzig. Na ja, gut, okay. Wir können jetzt auch mal Catherine losschicken. Ganz im Ernst. Ist auch ganz cool. Als lokale Spezialität. Was geben wir euch denn damit? Das wird jetzt diesmal ein bisschen schwieriger, fürchte ich, oder? Mein letztes Elixier. Theoretisch hätten wir ja bis jetzt noch kein Elixier bekommen. Von daher, let's go. Ist doch okay. Na, ich suche jetzt keinen, das ist doch in Ordnung so. Eben. Wer weiß, weil vielleicht kann Catherine so ein bisschen noch Erfahrung zusätzlich gewinnen über dieses Programm. Das ist auch nicht schlecht. Hat ja alles seine Vorteile, denke ich mal. Dummdi-dumm und weiter geht's. Ja, und das mit Lorenz, seine Spezialmission, können wir gerne demnächst mal machen. Da wird es bestimmt ein bisschen spannend. Eine persönliche Mission. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann spielen wird. Wird da schon was Ausgefallenes sein, ne? Okay, sie kriegt echt immer dynamisch was rein. Okay. Ich habe schon an zahlreichen Orten im Kloster geschlafen, aber ich wünsche mir letzter Zeit einen Schlafplatz und einen Stern. Nur welchen? Die geliebte Sternterrasse der Erzbischöfin, oh Gott. Ein Hof voller blühender Rosen. Ich habe keine Ahnung, es ist Linhardt, aber was passt zu Linhardt, bitteschön. Wahrscheinlich sowas. Bitte befolg's nicht, okay. Es wäre lustig. Mann, ich habe da einfach kein Gespür dafür, ganz im Ernst. Achso, das würde auch eure Motivation anheben, ne? Und Lorenz hat dafür ein Talent, was zum... Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber ja, ich nehme mal meine eigenen Leute mit, warum nicht? Andererseits ist doch... Es festigt, glaube ich, Glauben, ne? Achso, und die Unterstützung mit Chris spielt dabei aber auch eine Rolle anscheinend. Ja, aber nee, lass es mal gut sein. Wann anders vielleicht. Aber nicht jetzt. Okay. 1200. Ja, jetzt können wir auf Fliegen gehen. Göttliche Pulsaufladungen sind aber gar nicht so wichtig, weil das benutzt sich eher selten. Trotz allem so, ne? Alles klar. Aber ja, schneller fliegen lernen, das ist auch ganz gut, denke ich. Das bringt einigen was. Da haben wir durchaus ein paar, die wollen das auch so. Jetzt suchen wir ein paar Lehrer auf, würde ich sagen. Und lassen uns mal trainieren. Das bringt uns wahrscheinlich noch etwas mehr. Freue ich mich. Genau, holen wir uns ein bisschen unser Training ab, ne? Außerdem, ich fand deinen Support echt interessant das letzte Mal. Haben wir irgendwas sehr Außergewöhnliches für dich? Aktuell nicht so wirklich, ne? Das ist erstmal in Ordnung, einfach nur, das passt schon. Aber das sieht eher schlecht aus. Aber das kann ich tatsächlich auch offscreen zusammenfassen, ganz im Ernst. Das ist ja kein Stress hier. Ja, ja, das ist auch immer noch das Gleiche. Krallen wir uns mal unseren Derangen-Lanzen. Ja, das wird vielleicht manchen auch gefallen. Sturmlanze erlernt. Sehr gut. Das ist schon mal wirklich keine schlechte Sache, Leute. Yeah, und weiter geht's. Gerald. Jojo, jo, das haben wir ja alles auch schon gehört von ihm. Autorität könnte man weiter ausbauen. Wir könnten auch hier noch dran arbeiten. Weiß nicht, ob ich später mal selbst in so eine Klasse gehen will. Beritten. Könnte man ja theoretisch echt ausprobieren. Ich meine, wir können jetzt auch mal schauen, ob wir nicht mit unserem momentanen Talent schon bei manchen besser ankommen. Und auch Vernunft sollten wir ausbauen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir ein bisschen was abdecken, ja?
I don't know. Oh, the lake. Genauso. Moment mal, habe ich nicht noch was für dich gehabt oder nicht? I can't believe. Natürlich. Arbeite mal an Vernunft. Nice. Sehr gut. I'm not going to let. Hattest du jetzt Vernunft oder Glaube? Du hattest Glaube. Irgendeiner hatte noch Vernunft. Lass mal überlegen. Wer hatte denn noch Vernunft, bitteschön? Oder hat Rhea selber Glaube und Vernunft? Das kann auch sein. Lass mal sehen. Na, wo sind denn die Vernunftlehrer? Ich brauche Vernunft, Leute. Ich bin so unvernünftig. Okay, das klingt gut. Außerdem sammelt man immer Support, nicht vergessen. Glory of progress. Uff, aber es dauert. Er lernt anscheinend nicht sofort einen Vernunftzauber. Das ist doof. Naja, egal. Dann halt nicht, ne? Jo. Motivation hochsetzen. Da gibt's einiges zu tun, theoretisch. Genau, so Lehrstunden könnten wir noch bei Manuela und Gerald bekommen. Wir haben natürlich auch ganz andere Kaliber dort unten noch rumstehen. Geh mal runter. Muss ich sowieso bei Catherine wieder einschleimen hier. Okay. Nicht vergesst das immer bei dir. Moment. Fortbildung wäre bei dir Lanze und Bogen, genau. Kein Geschenk, nee. Da ist erstmal Catherine dran. Motivation hochhalten, wie gesagt, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob ich Schwerttraining noch genießen möchte. Wäre auch nicht schlecht, vielleicht. Manch einer mag das vielleicht noch, ne? Aber erstmal hier einen Wetzstein, bitteschön. Ausgezeichnet. Was haben wir noch für dich? Ja, wisst ihr was? Den Rest, wie gesagt, ich mache den Rest hier wahrscheinlich offscreen. Beziehungsweise schneid das kurz zusammen. Ja, ich gucke jetzt nur, ob man hier immer was nachkaufen kann. Nee, auch das ist wirklich nur für den Monat festgelegt. Dann sind die Vorräte auch durch. Ja, gut, ne, dann gibt es eigentlich gar nicht so viel zu tun, oder? Aber er kommt gerade. Kann ich für dich jetzt... Hast du schon Autorität D? Ja. Endlich die Pegasus-Ritter, weil sie hat ihr Bataillon verloren und braucht ein neues, was quasi kompatibel ist. Sehr schön. Und das Lustige ist, ich habe ihr einfach gar keins gegeben, weil wenn sie kein Bataillon hat, ja, dann kriegt sie einfach quasi plus 5 Def angerechnet. Das ist so lustig. Der Personal Skill ist echt gut. Oder halt mit Bataillon, wenn es auf 0 wäre, theoretisch, ne, dann geht die auch richtig ab. Echt amüsant. Ja. Also, ich werde das kurz mal ein bisschen Geschenke abgeben und wir sehen uns dann gleich wieder, ne?